Liebe Bike-Enthusiasten, wir sind hier im niegelnagelneuen Flagship-Store von Stork in München in der Ottostraße, direkt beim Maximiliansplatz. Tolle Lage und toller Store und ganz tolles Bike, ganz lange Zähne bei allen, die so ein bisschen Rennrad-affin sind. Neben mir ist der Ralf, der Store-Manager von Stork hier in München. Und wir stehen hier vor einem Price-Winning, superschnell Rennrad. Also es ist zusammen mit dem Simplon das schnellste Rennrad, das aktuell auf dem Markt genau, ist. Genau, genau. Wenn nicht das schnellste. Wenn nicht das schnellste, genau. Ja, und es sieht nicht nur atemberaubend aus, sondern es zeichnet sich auch aus durch besondere Features. Erzähl uns doch mal ein ganz bisschen was zu dem Bike. Das Air Force 4 von uns ist die Weiterentwicklung von unserem Air Force 3. Es sind zwei Komponenten, was anders sind. Es hat einen anderen Lenkervorbau und eine andere Gabel und ist halt absolut auf Aerodynamik getrimmt. Also in Zusammenarbeit mit der Firma Swisside ist da wirklich ein Aero-Konzept entwickelt worden, das wo schnellste Bike unter 200 Watt sagt alles und fährt sich wirklich hervorragend. Also, du bist es auch schon selber gefahren? Ich bin schon selber gefahren, ja. Cool. Und es war so schnell, dass bist du da hinterhergekommen? Gerade so. Genau. Cool. Ja, was hat das Bike noch alles? Also wir sehen ja auch gerade der Vergleich ist natürlich super. Genau. Wir sehen tatsächlich eben die Gabel ist doch deutlich nochmal aerodynamischer geworden. Genau. Hier haben wir eine schöne, schlichte Gabel, die aber doch deutlich breiter ist. Genau. Und wesentlich schmaler. Also diese hier ist wirklich wie eine Tragfläche fast schon. Genau, so ist es. Und beim ist nach hinten spitz zulaufend wie ein Flugzeugflügel. Ja. Genauso wie der Lenker, wie die Lenkervorbeieinheit ist sehr flach gehalten, ist sehr aerodynamisch angelegt. Ja. Hat man hier auch verzichtet auf Halterungen für ein Garmin oder Wahoo im Zuge der Aerodynamik. Und was natürlich die Bikes von uns sehr auszeichnen ist, dass man das nicht von der Stange kauft, sondern man kann das individuell ausstatten. Also sprich verschiedene Lauflautvarianten, 4 zur Auswahl, Schaltwerksgruppen verschiedene zu wählen zwischen Shimano und SRAM. Genau, da kann man sich das Bike so zusammenstellen, wie man es gerne haben möchte. Das heißt, hier haben wir jetzt zum Beispiel die DI2 verbaut, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, die neue 2x12, genau, die Shimano. Damit kann man natürlich auch richtig Gas geben, weil ich hier ein relativ kleines Blatt habe und dann nochmal ein sehr großes, um dann Vollgas geben zu können mit hinten wahrscheinlich genau. Also 11 Zähnen. Die Bestückung ist 2x12 normalerweise. Es gibt dann eine SRAM Red Variante mit der 1x12, mit der Einfachkurbel vorne. Und dann ASX auch. Genau. Ja. Preislich starten wir hier bei ca. 5.200 Euro und dann je nach Ausstattungsvariante ist so 8.2, 8.3. Okay. Genau, wie man so preislich. Also zwischen 5.2 und 8.2 bewegen wir uns. Je nach Ausstattungsvariante. Für wen ist dieses Bike denn perfekt geeignet? Natürlich die, wo auf Aerodynamik sehr viel Wert legen, aber auch, ich sage mal, je nach Laufradbestückung. Also ich persönlich finde, es ist sehr angenehm zu fahren. Also ich habe viele Kunden gehabt bei mir, die wo gesagt haben, sie würden einen Endurance-Renner suchen, einen Allrounder, die wo dann aber nach einer Probefahrt geswitcht sind auf ein Air Force 3 oder Air Force 4, weil den Vorteil durch das kürzere Oberrohr sitzt du kompakter im Bike drin und ich persönlich finde es auch sehr angenehm. Ich mag diese gestreckte Position nicht. Ich bin auch eher einer, der wo mehr im Bike wendig, sitzt. Kompakt. Genau, bist sehr flexibel, sehr wendig. Genau, und habe eben viele Kunden gehabt, die wo dann geswitcht haben, die wo gesagt haben, fährt sich sensationell. Egal, Air Force 3 oder Air Force 4. Okay, gekauft, ich teste das ganz wunderbar. Mal eben kurz schnell. Nee, macht riesig Spaß, also das werde ich auf jeden Fall tatsächlich mal testen. Da komme ich hier nochmal vorbei mit einem Paket Zeit. Gerne. Und dann werde ich hier rumsausen. Ich bin tatsächlich eher so der Langstreckenfahrer, mag das gemütlich und länger. Ich bin also nicht derjenige, der kurz und knackig. Aber
Das Bike, was mir natürlich sofort auffällt, ist die aggressive Farbe. Die Optik. Ja, das heißt, ja. Dieses Bike hier, das absolut. Macht doch sofort diesen Will haben. Eyecatcher. Ja. Ist wenn es im Schaufenster steht, ist es einfach ein Eyecatcher. Ja. Ja, die Leute bleiben kleben, weil das einfach unglaublich schön ist. Genau so ist es. Ja, und hier da passt natürlich auch die Umgebung hier dazu, kann ich mir gut vorstellen, weil hier doch in der Innenstadt von München mitten im Bankenviertel, Beraterviertel, ist der eine oder andere mit Sicherheit dabei, der sagt, wenn schon, denn schon. Genau. Und Markus Stork ist da auch an was dran, dass wir das Bike auch anbieten in, ich glaube, zu meinen 20 RAL-Farbvarianten zur Auswahl, natürlich mit einer Aufpreis. Kann man da aus diversen RAL-Farbkatalog kann man dann seine Farbe wählen. Mhm. Das heißt Airbus also, 4. Wenn ich eine eigene Firma habe, deren Hausfarbe so und so ist, dann kann ich zack. Telekom, Pink, Magenta. Genau. Dann kann ich das Ganze anpassen. Ja, sehr schön. Genau. Nee, also ich finde aber auch dieses Giftgrün super geil. Absolut. Ralf, tausend Dank, dass du uns dieses bildschöne Bike vorgestellt hast. Sehr gerne. Ein Hingucker, man kann es nicht anders sagen. Ja. Es hat ja auch einen Preis gewonnen. Was heißt einen? Es hat mehrere Preise gewonnen. Den Red Dot Award, Design Award hat es gewonnen. Mhm. Genau. Ja, und wir sehen warum. Ihr fragt euch bestimmt, warum wird jetzt hier ein Rennrad vorgestellt, das gar keinen Motor hat? Wir sind noch bei der E-Bike-Zone und normalerweise bei der E-Bike-Zone hat immer alles einen Motor. Jetzt könnte ich sagen, naja, da ist ja ein Motor hier drin in der DI2. Aber das wäre natürlich gemogelt. Nein, dieses Rad ist so ein richtiger Taktgeber. Das Rad ist aerodynamisch einfach bis aufs Letzte ausgefeilt. Und weil es so ausgefeilt ist, werden sich Komponenten, Teile davon auch in den ganzen anderen Fahrradfamilien natürlich zuerst bei Stork wiederfinden. Und deswegen haben wir euch einfach auch mal dieses Bike vorgestellt. Und dass es irrwitzig schön ist, sieht man ja sofort auf den ersten Blick im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn es eben so ein unglaubliches Designstück ist, dann wollen wir euch das nicht vorenthalten, nur weil der Motor fehlt. Damit bedanke ich mich auch bei euch und hinterlasst uns doch einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, Glocke nicht vergessen, dann kriegt ihr immer alle Infos rund ums Rad. Und Ralf, nochmal vielen Dank. Gerne. Servus. Ciao.